Ach, du warst ganz, ganz lange raus und jetzt haben wir dich zum ersten Mal wieder auf dem Platz erlebt. Kannst du noch mal so einen kurzen Abriss geben, was bei dir und deinem Rücken in diesen Monaten los war? Ja, also es hat ja im September 2017 eigentlich angefangen. Wir haben Bilder gemacht und es war ein Bandscheibenvorfall zu sehen mit einer Nervenkompression und das war eigentlich das, was es so schlimm gemacht hat, weil der Nerv gereizt war für eine lange Zeit und Nerven sind halt im Körper die Sachen, die am längsten brauchen, um zu heilen, weil sie nicht so gut durchblutet sind. Und der Nerv war lange Zeit gereizt. Es war ein Auf und Ab. Man musste immer versuchen, ihn irgendwie ein bisschen zu ärgern, damit man vorankommt, aber durfte auch nicht zu viel machen, weil es sonst wieder schlechter wurde. Deswegen war es echt ein Auf und Ab in den letzten Monaten. Aber ich habe dann nach langer Zeit mein Team eigentlich so zusammen gehabt, wo ich das Gefühl hatte, dass sie mir am besten helfen können. Das war vor allem in München und am Schliersee der Dr. Murisch in Verbindung mit dem Max Merkel. Das war circa ab Mai 2018 dann, wo die Hoffnung wieder kam und wo ich gemerkt habe, dass es einfach wieder besser wird. Und von September an 2018 war ich dann eigentlich wieder öfter an der Kollau, habe viel mit Christoph Hein, unserem Athletiktrainer, im Kraftraum gemacht, wieder mehr mit dem Ball gemacht. Und dann hat man natürlich auch Blut geleckt und wollte mehr machen. Das hat auch immer besser geklappt und jetzt sitze ich hier mit dem Team im Trainingslager und bin überglücklich darüber. Bis zu diesem Moment, wo für dich wieder, ich nenne es mal, Land in Sicht war, wo du merktest, dass es vorangeht, war ja sicher eine Menge Ungewissheit, weil es halt auch schwer zu schätzen ist, wie lange sowas dauert. Wie war deine Methode, um das zu verarbeiten? Also am Anfang war es eigentlich so, dass man sich gar nicht so viele Gedanken machen konnte, weil dafür der Schmerz einfach viel zu stark war. Also die ersten 3-4 Wochen habe ich mir ehrlich gesagt kaum Gedanken gemacht, weil ich da wirklich einfach nur gedacht habe, ich will, dass der Schmerz aufhört. Das ging, wie gesagt, so 4, vielleicht 6 Wochen so. Und danach war es auf jeden Fall eine brutal schwierige Zeit, weil es wurde ein bisschen besser, aber nicht so, dass man wirklich was machen konnte. Also ich konnte nicht joggen, ich konnte nicht wirklich Kraftübungen machen. Das heißt, ich habe eigentlich sehr viel einfach nur auf der Couch gelegen. Und ich habe letztens noch mit Kollegen darüber gesprochen. Ich glaube, ich habe von November bis April gar nicht richtig gesessen. Also wie gesagt, es war eine sehr, sehr schwierige Zeit, wo man seine Leute um sich hatte, die einem geholfen haben, die einem Halt gegeben haben. Und das war sehr, sehr wichtig für mich, weil man in so einer schwierigen Zeit natürlich auch mal ein paar Phasen hat, wo es einem nicht so gut geht. Wir haben natürlich, wenn er bei uns war, auch versucht, für ihn da zu sein. Auch ist manchmal platt, aber einfach nur ihm zu sagen, dass er Geduld haben muss, dass wir auf ihn warten, dass wir uns einfach freuen, wenn er wieder in unserem Kreis ist.